Was geht ab, ihr Ningen? Osaru Black hier und heute gibt es das Villains Team Showcase. Mein Villains Team Showcase mit dem Strength Rosé, dem neuen als Leader natürlich. Aber außen vorweg werden wir uns erstmal auf jeden Fall klären, beziehungsweise habe ich das eigentlich schon die letzten Tage oft gemacht und erklärt, wie die Leader Skills funktionieren von Rosé, Vegito, Blue. Auf was ihr da achten müsst, was ihr machen müsst. Aber in letzter Zeit kamen trotzdem noch vermehrt Fragen auf, wie das denn funktioniert. Deswegen werde ich erstmal auf das Teambuilding eingehen, wie man denn ein Team baut, ein Villains Team mit dem neuen Rosé. Natürlich gilt das gleiche dann mit den Heroes für Vegito Blue. Sein Showcase wird auch noch folgen. Und danach schauen wir uns dann eben das Team an, beziehungsweise mein Team an, mein Villains Team in einem Showcase mit dem neuen Rosé SA10 in einem Dokkenwert, im Dokkenwert natürlich von Vegito Blue. Also fangen wir erstmal an, außen vorweg. Wie baut man denn generell ein Team? Schau mal hier einen Cut. Nämlich, ich habe ein Video gemacht zu Teambuildings, das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Da gehe ich wirklich allgemein drauf ein. Das war zwar von damals, kann man aber wirklich auf die Zeit anbringen, anwenden, weil nicht viel hat sich dazu geändert. Okay, dann schauen wir mal. Und zwar geht man natürlich erstmal her und schaut den Leader Skill des Charakters an. Der Leader Skill von Rosé ist, er gibt Extreme Type Allies, Key plus 3 und HP Attack mit 120%, wenn das Team jeden Typus besitzt. Welche Typen gibt es? Agility, Tech, Int, Strength und Physisch. Und wir haben 6 Charakterslots, wie wir hier sehen. Heißt, ein Typ wird definitiv zweimal auftauchen, aber das ist kein Problem. Solange jeder Typus einmal im Team ist, passt das Team. Und natürlich, ganz klar, Rosé ist vom Strength-Type, Rosé ist im Team, also haben wir den Strength-Type schon mal gedeckt. Heißt, ein Strength-Type-Charakter ist schon drinnen. Selbes gilt für Vegito Blue. Er als Leader ist ein Tech-Type-Charakter, also gilt er schon als Tech-Type-Charakter in dem Team. Und das Team muss ja ein Rainbow-Team sein. Was heißt Rainbow-Team? Rainbow-Team heißt, dass jeder Typ muss eben einmal vertreten ist. Und hier muss das der Fall sein bei unseren Villains. Genau. Zweite Sache, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich hier steht dran Extreme-Type. Das haben wir schon damals geklärt, als es geändert wurde, die Begriffe. Und zwar Extreme-Type. Dieses Typus heißt, es muss auch ein Extreme-Type sein. Wie das hier bei Rosé steht, da steht Extreme Strength dran. Wenn wir uns mal einen anderen Charakter ganz kurz ansehen, und zwar hier auf Strength gehen und SSR, wenn ich das ganz kurz mal zeigen darf. Hier, dieser Buch hier steht nur Strength Type dran. Heißt, er zählt nicht zum Leader Skill von Rosé, weil da noch nicht der Begriff Extreme dran steht. Bei den Heroes muss dann Super dran stehen. Hier steht nur Strength dran. Was heißt das? Das heißt, wir müssten diesen Buch hier einmal awaken. Heißt, hier hingehen, wenn wir bei Awaken gehen und uns den Boon nehmen, heißt seine Rarität einmal erhöhen, dann sehen wir schon, dann wird er zu Extreme Strength. Also dieses Type heißt, dass eure Charaktere sie awaked sein müssen. Und in dem Fall muss in dem Team, bei den Villains und bei den Heroes, jeder Charakter einmal sie awaked sein. Da muss Extreme dran stehen oder Super bei den Heroes. Wie baut man nun das Team? Wir wissen, okay, es muss ein Rainbow-Team sein. Jeder Typus muss vertreten sein. Alle Charaktere müssen Z-Awaked sein. Ja, wir haben hier wirklich freie Wahl. Das war das Motto des letzten Team-Rating-Videos. Aber da habt ihr es gesehen und da kamen auch wirklich viele Fragen. Ihr geht erstmal her. Das kommt ganz auf eure Charaktere selbst an. Wir wissen, wir brauchen von jedem Typus einen Charakter. Also gehen wir mal her und sortieren erstmal unsere Charakterliste nach Extreme Class. So werden alle Extreme Class Units angezeigt. Was heißt Extreme Class? Alle Villains, egal ob sie awaked oder nicht, wie wir es gerade gesehen haben, heißt hier zählt auch dazu dieser Boo, den wir gerade gesehen haben, war Strength Type bzw. Villain. Deswegen gehört zu der Klasse der Extreme Types und Extreme Class Leader waren zum Beispiel der alte Rosé, welcher ich euch zeigen darf. Das ist eben der neue Unterschied zu den neuen. Hier steht jetzt dran Extreme Class. Also jeder Villain, egal ob sie awaked oder nicht, jeder Villain bekommt den Leader Skill von dem alten Rosé. Bei dem neuen haben wir gesehen, muss ein Extreme Typus sein, also sie awaked sein. Das ist der Unterschied zu Extreme Class und Typ. Und by the way, bei Super Class und Super Typ genauso. Zählt auch für die anderen, also Super Type bei den Neo Guard Leadern. Da müssen auch zum Beispiel, wenn wir uns das hier mal ansehen, ganz kurz. Hier steht Extreme Agility Type, heißt deine Extreme Agility Units müssen sie awaked sein. Bei den Neo Guard Leadern. Das war schon immer so. Und nur dann funktionieren die Leader Skills. Anyways, nicht, dass wir ganz abschweifen. Wir merken uns erstmal, Rosé ist Leader Skill, Rainbow Team. Und jeder muss sie awaked sein, Extreme Type sein. Also geht ihr jetzt erstmal hierher und füllt
eure Charaktere auf gewisse Typen. Wir brauchen ja jeden Typus. Also gucken wir erstmal Agile-Typus. Dann geht ihr hier hin und schaut erstmal für euch selbst. Es gibt viele Variationen bei den Team-Builds bei Villains und Extreme-Types. Ihr holt erstmal von jedem Typus euren besten Charakter. Okay, in meinem Fall Majin Vegeta rein. Opsa, wir brauchen natürlich unseren Leader. Den haben wir jetzt außen vorweg gelassen. Majin Vegeta rein. Okay, dann gucken wir mal Tech-Charakter. Mein bester, okay, LL Goku Black. Schauen wir mal an. In-Charakter, bester. Ah, wir hätten 100% Buhan. Aber Kid Buu ist ein Neo-Guard-Leader. Besitzt bei mir auch auf 99%, quasi 100%. Okay, den bomben wir rein. Dann gehen wir auf Strength-Types. Und ja, Strength-Types können wir noch einen reinholen. Wir haben ja mindestens schon einen, das ist Rosé. Aber wir könnten noch einen zweiten Strength-Type reinholen. Wir könnten einen zweiten Physisch-Type reinholen. Jeden anderen Typus. Ein Typus auf jeden Fall zweimal drin, weil wir 6 Slots haben. Okay, LL Broly rein. Physisch letzter. Okay, Omega Shenlong rein damit. So würde zum Beispiel mein Villains-Team aussehen. Ich habe meine besten Charaktere des jeden Typus, Extreme-Typus, also der Villains, genommen und in das Team geschmissen. Das Team funktioniert auch, vor allem bei den Villains, weil Rosé, Double Rosé mit dem Friend Key gibt. Funktioniert 1A. Aber wir haben hier wirklich freie Wahl. Ihr könnt auch hingehen und sagen, weißt du was? Ich habe alle Neo-Guard-Leader. Ich könnte mir auch ein Team bauen mit allen Neo-Guard-Leadern. Geht auch, kein Thema. Super 17 rein. Bam, Broly rein. Kid Buu. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Und das funktioniert eben auch. Was ich euch hier zeigen will, ist, wie schon im letzten Team-Rating-Video, ihr habt wirklich freie Wahl. Wirklich freie Wahl. Ihr könntet auch natürlich eine Art Synergie verfolgen. Eine Art Duo in dem Team. Beispielsweise, wir holen jetzt nicht zwei Strength-Charaktere rein, sondern wir holen, das war auch im Team-Rating-Video, Shoutout an denjenigen, der das hatte, wir holen die zwei Shadow Dragon rein, ein Duo. Wenn ihr die beiden in einer Rotation spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das sind halt zwei Physik-Charaktere, aber das passt, weil jeder Typus ist, also ein Typus wird auf jeden Fall einmal vertreten, weil jeder Typus mindestens einmal vertreten sein muss. Genau, so läuft das im Prinzip das Ganze. Selbes gilt für die Heroes. Ich bastle hier ganz kurz mein Team zusammen. Ja, mein Team, haben wir gerade gesehen, sieht folgendermaßen aus. Wir haben Goku Black, bam bam, die zwei Monster auf jeden Fall. Und Omega Shenlong. Dann nehmen wir das Team, mein Willens-Team, und gehen einmal in die Stage von Vegito Blue und hauen den Boy zur Seite. Alles klar, dann schauen wir uns das mal an, wie wir uns gegen Vegito machen. Und in Sachen Rotation im Willens- oder Heroes-Team, frei nach Kopf. Wirklich frei nach Kopf. Entweder folgt ihr einem Strang, folgt ihr einem Plan. Ich zum Beispiel werde hier in dem Event, beziehungsweise passt euch in dem Event an. In dem Event werde ich auf jeden Fall einen Rosé mit meinem Goku Black drin lassen, weil beide Charaktere machen vermehrt Schaden gegen Vegito. Aber ansonsten, wenn ich so sagen müsste, ich könnte Rosé mit Majin immer in einer Rotation lassen, Rosé mit Goku Black oder Majin mit Broly oder. Also wirklich, in dem Team geht wirklich sehr, sehr viel, weil die spitzen Charaktere drin sind. Das ist euch selbst überlassen. Und ich, das finde ich eben so geil und interessant an den Leader Skills, an den von Vegito und Rosé. Weil ihr könnt legit alles machen mit den Charakteren. Ihr könnt eure Heroes nehmen, eure Villains nehmen und ist euch selbst überlassen, ob ihr dann einen Plan verfolgt, ob ihr auf eure geilsten rein nehmt, alle reinbombt, so wie ich quasi. Denn das funktioniert trotzdem, das funktioniert trotzdem. Ihr seht, wir haben hier Key, weil Rosé. Das ist geil an den Villains. Bei den Heroes muss man schon ein bisschen eher darauf achten, dass man gewisse Linkskills im Team hat, weil da es keinen Charakter gibt, beziehungsweise Tech Vegito, wenn wir es so sagen dürfen, Vegito Blue, gibt kein Key für die anderen. Rosé gibt für jeden Extreme-Type Key plus 3, Death plus 50%. Das meinte ich, das ist der gravierende Unterschied. Rosé ist da ein Allrounder-Teamplayer quasi. Und Vegito Blue ist da solo unterwegs. Soll nichts Schlechtes heißen, Vegito Blue trifft dich wie ein Zug. Also wenn der auf seinen Schaden kommt, hardes Hitter, ATM. Der bombt alles weg, der bombt alles zur Seite. Ohne Frage. Anyways, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button. Wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, knapp vor den 7000. Weiter und immer weiter. Vielen Dank für jede Unterstützung. Und ich hoffe, ich konnte euch das da darlegen, wie das funktioniert. Am Anfang hat ein bisschen lang gedauert, aber ey. Da kam ein bisschen wieder Verwirrung rein in den letzten Tagen, habe ich in den Kommentaren rausgelesen. Wollte ich auch mal klarstellen, ja, wie das mit den Teams funktioniert. Um es wirklich einfach zu sagen, egal welches Team, ihr nehmt den Charakter, schaut euch den Leader-Skill an und baut euer Team entsprechend dem Leader-Skill. Und das bewerte ich auch eben in den Team-Rating-Videos. Wie nehmt ihr an den Team-Rating-Videos dran teil? Ich kann es immer und immer wieder sagen. Ich habe in jedem Team-Rating-Video in der Beschreibung einen Link zum Video, wo ich das alles ausführlich erkläre, wie ihr daran teilnimmt, aber um es einfach zu sagen, ihr sendet mir eure Teams und Charakterliste als Screenshot, Charakterliste bitte SR und höher, jeden Freitag, nur freitags mit dem Hashtag Team Osaru, dann gehe ich darüber und sammle die
Einsendungen, kann aber nicht garantieren, dass jeder sofort drankommt, weil ich sehr viele Anfragen bekomme. Ich achte darauf dann natürlich, dass die schon dran kamen, nicht mehr drankommen. Und dann habt ihr quasi, dann seid ihr in der Teilnahme berechtigt. Jeden Freitag Hashtag Team Osuru mit der Nachricht Team Krankliste und euer Team berechtigt daran teilzunehmen. Wenn ihr die Woche nicht drankommt, versucht es immer und immer wieder. Ich kann euch versprechen, ich bekomme da wirklich sehr viele Einsendungen. Vielen Dank dafür. Wenn das Team gleich ist wie in der letzten Woche, reicht mir nur ein Hashtag Team Osuru am Freitag als Privatnachricht. Ihr müsst da nicht alles neu senden. Wenn das Team sich geändert hat, sendet ihr natürlich alles neu. Genau. Und ja. Privatnachricht nehme ich freitags dann mit, also für das Team Rating Video nur über Twitter und Discord an, eine Privatnachricht. Instagram nicht, weil ich da keinen Zugriff über meinen PC habe. Aber jede andere Frage, jeglich andere Frage könnt ihr mir gerne stellen und senden, also außerhalb dieser Teamrating-Einsendungen. Ich beantworte sie. Ihr müsst euch nur gedulden. Ihr müsst euch nur gedulden. Ich brauche da meine Zeit, um das durchzugehen. Anyways, wir werden ja auch durch mit der Stage. Ja, wir haben ihn auseinandergenommen. Ihr seht es. Mit dem Team klappt wirklich alles. So sieht mein Willensteam quasi aus. Mein Willensteam-Showcase am Anfang ganz kurz erklärt. Ihr werdet dasselbe noch quasi im Gegenteil erleben. Heroes-Team. Seid dann gespannt auf jeden Fall, wie mein Heroes-Team aussehen wird, aber da müsst ihr euch auch ein bisschen gedulden, das kommt auf jeden Fall die Tage. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.